Luxemburg. Bei ihrer Werbung für Europa könnte der EU-Kommission entgegenkommen, dass für die abtrünnigen Briten die wirtschaftlichen Folgen des Brexits doch zunehmend spürbar werden und sich das auch nicht mehr länger mit der Corona-Pandemie quasi wegerklären lässt. Premierminister Boris Johnson steht inzwischen so unter Druck, dass er heute sein halbes Kabinett austauschte. Das sorgt zwar erstmal für Schlagzeilen und Ablenkung, beseitigt aber ja nicht die Probleme. Etwa leere Ladenregale, so wie hier in diesem Supermarkt. DDR-Feeling in Manchester. In vielen britischen Läden klaffen neuerdings solche Lücken. Das ist praktisch Alltag geworden. Lieferengpässe, Personalmangel. Diana Zimmermann berichtet, wie sich der Brexit bemerkbar macht. Seit 1888 wird bei Blossom & Browns die dreckige Wäsche anderer Leute gewaschen. Vor allem die von Hotels. Besitzer Daniel Brown kann sich vor Aufträgen kaum retten. Allein ihm fehlen die Arbeitskräfte. Der Druck, unter dem meine Leute jetzt arbeiten, ist gewaltig. Sie versuchen, mehr zu schaffen, als sie sollten. Das können sie nicht durchhalten. Wir werden unser Geschäft runterfahren müssen, sonst verliere ich auch noch diese Angestellten. Seit dem Brexit haben Zehntausende Europäer das Land verlassen. In der Pandemie ist das nicht aufgefallen. Nun aber springt die Wirtschaft wieder an und die lebt in Großbritannien von Dienstleistungen. Mehr als 1 Million Jobs sind nicht besetzt. Daniel hat keine Wahl. Er wird Aufträge absagen müssen. Das tut weh. Ich habe einfach niemanden, um diese Jobs zu machen. Und meine Kunden sagen mir dann, wenn du uns nicht mehr belieferst, müssen wir zumachen. Im Portobello Hotel in Notting Hill zählt Managerin Christina die letzten geplätteten Kissenbezüge. Sie braucht nun eine neue Wäscherei. Auch findet sie kein Personal. Und alles, was aus der EU kommt, braucht seit dem Brexit länger und kostet mehr. Geld und Mühe. Wir wollen doch jetzt wieder richtig loslegen und uns nicht darum sorgen, ob die Zuckertütchen ankommen oder die Bademäntel rechtzeitig da sind. Und vor allem will ich meinen Gästen einen Kopfkissenbezug bieten können. Ein Hotel ohne Leinen ist kein Hotel. Auch ohne Lebensmittel kommt man nicht weit. Auf den Feldern verrottet das Gemüse, weil niemand da ist, es zu pflücken oder in die Supermärkte zu transportieren. Viele Räder stehen still. Gesucht werden 100.000 Lkw-Fahrer. Wer in der Branche arbeitet, kann über Nacht 40% mehr Gehalt verlangen. Ja, erstmal klingt das super, aber natürlich wird für alle alles teurer werden. Diese Kosten müssen weitergegeben werden. Die Transportbranche kann das nicht auffangen. Panikmache nannte die britische Regierung all das vor dem Referendum. Doch nun geht auch hier die Panik um. Laut Brexit-Vertrag müssen europäische Waren bei der Einfuhr nach Großbritannien kontrolliert werden. Doch aus Angst vor noch mehr Engpässen, gerade an Weihnachten, wurden nun alle Kontrollen ins Jahr 2022 verschoben. Take-Back-Control ist erstmal abgesagt. Wir können noch so viel Geld anbieten, es kommt trotzdem keiner. Die Briten wollen diese Jobs nicht, sie finden sie nicht attraktiv. Tatsache ist, wir haben einen Pool an Arbeitskräften verloren, der Großbritannien stark gemacht hat. Sie sind zurück nach Europa und werden nun Europa stark machen. Der einzige Weg aus dem Schlamassel, da sind sich die meisten Unternehmer einig, wäre es zuzugeben, dass man die Europäer doch braucht. Aber so weit ist die Regierung in London dann doch noch nicht. Großbritannien hat nicht nur Brexit-Probleme, auch die Corona.